Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein The Old Blood. Wir sind durch die Tür. Dann wollen wir mal. Da rein. Ist alles zu. Jetzt haben wir ein dickes Problem. Das war richtig dickes. Da komme ich auch nicht durch. Scheiße. Wo kann ich mich da verstecken? Ein Pinüppel da oben treffen. Oh ja. Okay. Immer auf den Pinüppel oben schießen. Fuck, Alter, was haben die da für Monster erschaffen? Das war nicht gut. So. Ja. Okay, baller ihm da vorne rein. Ja, jetzt natürlich nachladen. Ich schieß ihm das Gehirn kaputt. Fuck, fuck, fuck. Baby Pick. Irgendwo war da noch was. Scheiße. Nochmal. Tot. Fuck, zu viel, das war zu viel. Ja, explodiert. Nice. So, jetzt erstmal mit Rüstung vollpumpen hier. Ja, immerhin. Noch einer. Respektable Waffe. Ist noch irgendwas? So, dann davon haben wir keine Munition mehr. Bombenschuss, Assault Rifle. Was ist mit dem? Die haben noch irgendwie so. Guck mal, komisches, normales Sturmgewehr. Also ein normales Gewehr halt. Da komme ich jetzt weiter. Wie sieht es da aus? Komm, aha. Stimmt. Da konnte man sich verstecken. Erstmal ein bisschen Rüstung aufsammeln. Nee. Alles voll. Grenades sind auch voll. Okay.
So, Schrotmunition. Oh ja, gut, gut, gut. Alles voll. Da hinten war noch ein bisschen Rüstung, das habe ich gesehen. Brauche ich jetzt gerade nicht. Spare ich mir lieber auf, falls ich es nachher noch brauche. Oder nee, warte mal. Nehmen die mal. Dann packe ich mir das Medischock rein und mache weiter. So aus. So, jetzt erstmal wieder ein bisschen aufsammeln. Nein, 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 Scheiße. Alles easy. Schotte. Boah, der kann aber sprinten. So. Wir sind wieder voll. Einmal einen Medishop noch reinpucken und weiter geht's. Okay, so weit, so gut. Alter, was für ein Arena-Kampf. Hier noch was? Hier oben? Bisschen... Hier schießen. Oh, fuck. Okay, das hätte schlimmer sein können. Los, 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 los. Schrothammer. Schockhammer oder Schrothammer. Fuck, von hinten. Okay, das wird mir jetzt noch ein bisschen zu eng. Oh man. Boah. Das war eklig. Warte, 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 warte. The fuck. Sehr agil im Gelände. Jetzt wären. Scheiße. Medischock. Ja, perfekt.
Rüstung wäre auch noch nicht schlecht. Oh fuck, okay. Ich kann das auch. Nice, endlich, Alter. So, jetzt erstmal wieder ein bisschen Schrotmuni. Sieht auch nicht so ganz lecker aus. Was ist mit dem da? Okay, keine Munition vergeuden. Erstmal wieder zum normalen Sturmgewehr wechseln. So. Nix. Nur mal kurz auf der Karte gucken. Da bin ich schon mal nicht ganz verkehrt. 180er Minischock. Nicht mal einen Eingang hält man für uns bereit. Hier hätte ich auch nochmal. Ich denke immer, ich höre Schritte. Keep Foyer. Das Foyer. Das Foyer. Aha. Ja, dann wollen wir mal. Ist das der Kamin? Im Kamin hier. Oder kriegen langsam ein bisschen Bammel. Oh fuck. Ich habe gerade wenig Geld. Aha. Keine Sorge. Ich sage Kessler dem Wirt, dass es für mich anschreiben soll. Oh, kann er nicht. Scheiße. Okay, stopp, jetzt wähl das heißt ja nochmal aus. Oh Mann. Das wäre doch jetzt nicht möglich gewesen. Inklusive Verstärkung zwar von beiden. Nicht mehr viel Leben. Okay, Schroti ist down, Schroti ist down. Gut, 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 gut. Wetten, da kommt noch ein paar mehr von den Schrotis. Scheiße! Ich würde gerne nochmal von vorne anfangen. Kein Spielverderber sein, ne? Keine Munition bald. Alles voll, voll, voll. Los, 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 los. Okay, jetzt sind wir eigentlich wieder gut dabei. Und nachher, Kommandant. Oh. Na, so schlimm war das ja gar nicht. Was ist hier oben so? So ein bisschen Leben wäre gar nicht so nicht schlecht. Dankeschön. Medischock. Jetzt mal alles wieder abchecken. Ein Helm. Konservendose können wir nicht. Alles voll. Grenade.
zwei Granaten in einem so fetten Karton, Alter. So, keine Munition verschwenden erstmal. Hier ist der Kamin, da waren wir gerade. Entschuldigung. Das ist wohl die Küche. Dann wollen wir mal gleich mal weiter. Von dem Sturmgewehr kann man einfach nicht genug haben. Bereich frei halten. Ah, lass uns mal kurz die Konserven angucken. Suppefrau. Sauerkraut. Natürlich. Das darf in einem deutschen Haushalt nicht fehlen. Brot. Hartbrot wahrscheinlich. Ja. Wo muss ich nochmal hin? Da bin ich rausgekommen. Da muss ich hin. Uns durch die Burg. Oh, hier wurde auch schon länger nicht mehr gereinigt. Die haben hier noch nicht mal Lampen installiert. Es geht ja gar nicht. Wer ist das denn? Gucken. Unbekanntes Areal. Ich wechsle kurz mal. Ja. Diese elende Ahnen ziehen noch durch. Die haben mich jetzt aber nicht gesehen, oder? Ich hoffe, der ist alleine unterwegs. Ach du Scheiße, Alter, das ist so creepy. Aha. Und das nach 1945, das geht wohl gar nicht. Die haben... Oh, ein Brief. Dortmund, Nordrhein-Westfalen, 6. Januar 1946. Rudi, mein Lieb... Rudi, mein lieber Junge. Wie kann ich scrollen zum... Na. Ah. Ich wünschte, du hättest dir die Zeit nehmen können, deine arme alte Mutter an Weihnachten zu besuchen. Aber du hattest ja bestimmt zu tun. Was weiß ich schon. Du warst so ein liebes Kind, also ein guter Sohn. Ich fühle mich wirklich, und vielleicht hätte ich dir das schon früher sagen sollen, gesegnet, dich zur Welt gebracht zu haben. Rudi. Ach, es geht um Rudi. Ach, Rudi Jäger, das ist der mit dem Hund. Der Muskelprotz. Ich weiß, dein Vater war so manches Mal grausam zu dir, sehr grausam sogar, aber das ist jetzt alles Vergangenheit, oder nicht? In solchen Dingen sollte man nicht allzu lange nachhängen. Außerdem war ich immer da, um deine Verletzungen zu pflegen, damit du dir keine Infektion holtest. Darum ist es ungerecht, wenn du mir die Schuld dafür gibst, was er dir angetan hat. Du weißt, dass er dich nur zurechtweisen wollte, und wenn ich ehrlich bin, tat er so manches Mal recht daran. Denn obschon du die meiste Zeit über ein guter Sohn warst, du konntest auch sehr, sehr böse sein, wenn diese düstere Stimmung dich überkommen hatte. Ich bin mir sicher, du verstehst heute, warum dein Vater damals seinen Gürtel gebrauchen musste. Mein lieber Junge, du weißt, was für eine schwere Zeit ich durchgemacht habe, nachdem dein Vater gestorben war. Ich hatte keine andere Wahl, als dich zu deinem Cousins nach Frankfurt zu schicken. Und da du nun bei der SS so erfolgreich bist, hatte ich gehofft, dass du mir vielleicht ein wenig Geld schicken könntest. Es muss nicht viel sein, mein Lieber, aber es würde ein wenig die Schmerzen lindern, die mir das Alleinsein im Alter bereitet. Deine dich liebende Mutter Ingrid. Tja. Tja. Boah. Das hat er reingehauen. Oh fuck, Alter. Scheiße. Scheißkönig. Nur weil ich das ein Wurfmesser. Okay. Weiter geht's. Closed. Was machen die denn da für ein Katzentheater? Hier sind irgendwie die Offiziersunterkünfte oder so. Ja, Sturmgewehrmunition. Elgas Tagebuch. Mein Gott. Wie krass das draußen schneit. Die Steine
Die steinernen Korridore von dem Schloss sind scheiße kalt. Wir haben keine dicken Socken jeden Tag. Also nee, ich muss jeden Tag warme Socken tragen. Sie sind komfortabel, aber schrecklich. Ich setze, also kratzig wahrscheinlich. Got back the translation. Ich hab die. Ich lasse es einfach mal. Ist besser, oder? Ja. bisschen Rüstung. Das Klo ist zu. Haben wir sonst noch was? Das ist aber auch sehr urig eingerichtet. So. Ich glaube, mich zu erinnern, dass hier irgendwo einen Lüftungsschacht gab. Boah. Oder da, ja, genau. Ah. So macht man das heute. Speicher, gut. 12 Meter. Oh, wajo. Ich hoffe, ich kann die irgendwie auslocken, ohne. Okay, nichts passiert. Ich hoffe, den fällt. Ach, fick dich. Jo. So viel zu schleichen. Scheiße! Stirb doch endlich. Hier haben da alle ihre Wehrmachtshelme auf dem Stuhl hängen. Ja. Schrei doch nicht so. Was ist denn jetzt los? Also Schleichen ist jetzt nicht so meins, muss ich schon zugeben. Nee, das lasse ich, spare ich mir auf. Wie viele Rüstungen ist das denn? 50 Rüstungen. Puh. Schrodi. Ich hoffe, Schrodi kommt nicht runter. Doch nicht so ausdauernd heute. Ich kann aber eigentlich auch mal. Schockhammer. Das Teil haut rein. Rüstung. Schockhammer erledigt für dich. Kein Problem. Ihnen fehlt alle irgendwie eine Körperhälfte. Schrot ist noch ein Schrot ist da, ich weiß. Da ist schon nachgeladen. Drüben ist noch einer. Der denn da? Wurde keine Zeit für Stunts. Oh, das war's. So, dann machen wir mal wieder weiter mit Ausrüsten. Heute schöner Eintopf.
Ein gemütliches Feuer. Schießscharte. Na, dann wollen wir mal weitermachen. Wenn ich den Lüftungsschacht finden würde. Können wir gerade gucken? Ach, da hinten. Stimmt, ich wollte auch gleich mal die Grafikeinstellung überprüfen. Warte, das mache ich doch mal kurz. Ich weiß nicht, ob das schon jetzt auf dem höchsten. Naja, geht so, hä? Ist überhaupt nicht auf dem höchsten. Könnt ihr eigentlich gleich nochmal von vorne kommen? Alter, was ist da los auf so schlechten Grafikeinstellungen? So, jetzt reicht's. Smart on. 64 Trilinear High. Ich hab's nämlich schon geahnt. Das Spiel hat ja viel mehr zu bieten. Enabled Low High. Dynamic Object, also High Ultra. Enabled. So, mehr geht nicht. Ich weiß nicht, was Toggle heißt. Ich hoffe, ich habe es jetzt gespeichert. Nur mal kurz gucken. Hallo? Okay, Ladies and Gentlemen, dann würde ich kurz sagen, machen wir hier mal kurz einen Break. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zugucken und auf Wiedersehen.